So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und ich bin gerade aufgestanden und muss jetzt ganz schnell ein Unboxing machen, weil wir gleich... Adi! Weil wir gleich nämlich in den Stream müssen und überhaupt und keine Ahnung, müssen nicht, wir machen das. Ja, wir müssen nämlich mal wieder Arceus zocken. Und ich habe ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Guck hier, wie ich es vorbereitet habe. Denn es kam ein Paket vom Sven. Vom Sven Günther. Also steht immer so im Chat drin. A.k.a. der Bowling Ball. Ne? Wenn ihr den kennt, guckt euch doch mal dieses schöne Paket an. Hier Benjamin Blümchen. Törö, sagt er da. Hier Eisbär am Start. Hier, keine Ahnung. Wenn du hier oben nochmal guckst, sieht das doch richtig herrlich aus. Erinnert mich an die Pakete vom Hannes. Hannes, der schickt nämlich auch immer direkt von DHL so ein vorgefertigtes Packpaket mit irgendwelchen Kindermustern drauf. Jetzt macht der Sven die gleichen Moves. Finde ich sehr interessant. Im Endeffekt ist es die gleiche Person. Wir machen das jetzt mal auf, denn der Sven, der wollte mir helfen und wollte den Kanal unterstützen, da ich ja immer mit dem iPhone 7 Raids für Zuschauer hoste, aber das immer so gackele hier ist in letzter Zeit, hat er gesagt, er hat noch ein iPhone 8 zu Hause liegen, was er eh nicht mehr benutzt. Das liegt dann nur rum. Das wollte er mir schicken, das wollte er mir schenken. Ich musste das auch nicht bezahlen oder abkaufen, obwohl ich ihm auch was dafür gegeben hätte. Aber er macht es ja für euch, er macht es für mich, vielleicht auch für sich selbst. Mal gucken, er hat ja dann auch was davon. Jetzt wollen wir mal reinschauen, denn für ein normales iPhone ist der Karton ziemlich groß und schwer. Also schauen wir mal hier rein, was jetzt hier drin ist. Jetzt haben wir hier einmal einen Zettel. Bowling Ball Simone. Okay. Da stehen die zwei E-Mail-Adressen drauf zur Kontaktaufnahme. Obwohl ich dachte eigentlich, dass ich eine E-Mail hingeschickt hatte an ihn, aber irgendwie hat er die nicht bekommen. Einmal habe ich es nämlich falsch geschrieben und dann habe ich es vielleicht auch einmal richtig geschrieben. Hier haben wir jetzt einen Tee drin. Einen Malva Herbazpasia Ostropest Palmisti Tee 100% Ostropestur. 20 Beutel, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist bestimmt giftig, ne? Schauen wir uns mal an, ob wir das überleben, wenn wir das trinken. Adi, Schatz, nicht da drauf. Ah, du bist so schwer. Einen Tee, einen zweiten Tee. Aber diesmal von St. John's Wort mit 100% Zila Ziurawka. Auch 20 Beutel. Ziurawiek, ne? Wenn ihr das erkennt, was ist das für Tee? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Hier muss ich wahrscheinlich direkt mischen. Dann Füllmaterial, Luftpolster, hey! Von Geotech Recycled Film. Nochmal Füllmaterial von Geotech. Füllmaterial, nicht von Geotech, aber von R Plus bei Storopack. Dann haben wir hier Bierchen, pass auf, Berliner Pilsner in der Dose, Berlin, du bist so wunderbar, da fange ich gleich an zu weinen, Berliner Pilsner dabei, zwei Dosen, für Chill mit Ramses am Montag, zwei Berliner Pilzdosen, dann haben wir hier, ich dachte erst, das ist ein Bär, nein, das ist ein Bisofunk oder ein Taurus. Guckt es euch mal an. Hier ist so eine Maschine drauf. Das sieht richtig brutal aus. Das ist das gute Okatz Naturi Podlasia Zubrebier. Ja, Zubrebier. Kennt ihr auch die Firma Zubre, die Sorte Zubre vom Bier? Milioni Podvojnic Zubrovto Vikrania. Aus wohl der, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aus der Tschechischen Republik, fertig. Ansonsten, wenn es woanders herkommt, weiß ich es auch nicht. Hier ist auf jeden Fall nochmal mehr. Da steht ganz viel Zeug drauf. Das ist auch richtig golden hier oben. Sieht auf jeden Fall mega genial aus, diese Dose mit diesem Bisofang drauf.
die würde man sich doch gerne hinstellen und sagen, guck mal, ich habe ein Reh geschossen, ne? Dann haben wir noch eine zweite Dose vom Zubre dabei, die stellen wir auch hier rüber. Dann haben wir hier ein Gläschen Sambal Oleg oder Ölek. Das kennen wir auch. Ich glaube, das macht der Döner-Lutz immer auf seine Chili-Döner. Ach, Döner. Das macht der Döner-Lutz immer auf seine Chili-Burger. Der macht nämlich immer Burger, Cheeseburger, Chili-Burger und Chili-Cheeseburger. Und da packt er auch immer rote Paste drauf. Das ist, glaube ich, auch immer Sambal Oleg. Aber der hat immer so einen riesen Kanister. Ne? Kriegt er ja da angeliefert. Das kennt ihr vielleicht, ist also so eine komische Paprika-Chili-Gewürzpaste, irgendwas mit so einer Essignote auch immer dabei. Schön zum Dinieren von, wenn du irgendwas hast, wenn du dir selbst Döner holst bei den anderen. Die anderen, die machen den nämlich nie scharf, aber ich glaube, ich werde nie wieder bei den anderen was holen. Also danke dafür, für Ramses den Scharfesser. Und was auch scharf ist, haben wir hier noch Hot und Spicy Grated Wasabi. Wasabi-Paste aus der Tube. Ich glaube, solche habe ich schon mal gesehen. Im Rewe haben wir eine Abteilung auch, wo sie jetzt direkt so polnische Sachen anpreisen. Und dann nehmen so die asiatischen. Und dann ist das alles so geordnet. Hier also Wasabi aus der Tube. Weitere Produkte aus unserem Sortiment steht auch dabei. Ja. Habt da bestimmt auch Wasabi, zieht immer in die Nase, ne? Also ihr sollt euch nicht Wasabi in die Nase ziehen, aber Wasabi, wenn du das isst, das geht immer hier oben rein, komplett. Ist halt wie Meerrettich. Meerrettich, nur in einer anderen Farbe und vielleicht ein bisschen schärfer. Das ist Wasabi. Hier haben wir einen IKEA-Frischhaltebeutel. Das heißt, wir tun das mal weg. Wir packen das mal aus und da ist jetzt hier das iPhone drin. Ein riesen Karton. Ist das so groß? Das, was ich habe, das ist so klein. Das fällt gar nicht auf in der Hand. Hier iPhone. Hier steht auch Sven. Das iPhone vom Sven. Wir machen das mal auf. Jetzt wird es bestimmt kleiner. Weil ihr kennt das wie bei der Matruschka. Dann haben wir das hier drin liegen. Dann nehmen wir das mal in die Hand. Hier ist noch was drin. Das sind sogar noch, schon mal, da ist noch das Original. Das ist das Ladekabel hier mit drin, also mit dem Netzteil. Hier hast du noch Kopfhörer drin. Ne? Da hast du eigentlich alles dabei. Das ganze Zubehör ist dabei. Macht einen richtig guten Eindruck. Hier hast du noch so eine Hülle dran, die du abnehmen kannst. Oder du lässt sie halt dran. Ansonsten wirkt das auf jeden Fall ein bisschen größer als das, was ich habe. Ich habe immer gesagt, iPhone mag ich nicht, weil die immer so klein und gaggelig sind und ich kann da nicht drauf schreiben. Adi, nein. Aber je neuer die wurden, desto fetter und größer wurden die dann auch wieder. Da war es dann wieder anders. Das werde ich wohl hier in der Hülle lassen, dass man das besser nutzen kann. Ich muss es nur irgendwann mal anmachen und mal einrichten und die Accounts drauf machen. Es geht auf jeden Fall an. Da ist das Apple-Symbol. Würde sagen, Dankeschön Sven dafür. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Ich werde das Handy aber erst benutzen, wenn das Video oben ist. Vielleicht kann ich das auch am Sonntag hochladen, das Video, damit ich dann ab Dienstag Rates für Zuschauer damit machen kann. Das wäre auf jeden Fall super, dass es auch direkt zum Einsatz kommt. Und dann hoffe ich, dass das jetzt wieder alles flüssiger und besser von der Hand geht, dass es auch wieder schöner ist mit dem Hosten. Vielen lieben Dank, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Der Sven, der hat ja damals auch 50 Euro gespendet für die Wanderung mit Jenaya. Dass als Jenaya kommen wollte, dass er gesagt hat, hier, lad die Dame mal ordentlich ein. Und wir haben dann sind durch die Gegend hier sozusagen Kneipentour gemacht, haben da immer überall ein Bierchen getrunken, haben immer ein Dönerchen versucht zu essen, waren den ganzen Tag unterwegs, war eine richtig fette Tour. Das Video habt ihr ja bestimmt gesehen, wenn ihr aufmerksam zuschaut. Da hat Sven uns auch mega unterstützt, danke dafür auch natürlich. Ansonsten Grüße an dich und deine Frau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi. Adi, sag nochmal tschüss. Tschüss, Sven. Dann jetzt nochmal ordentlich. Tschüss, Sven. Adi, Schatz.